Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Du möchtest wissen, welche Daten TikTok von dir gesammelt hat. Dann kannst du das Ganze bei TikTok beantragen und runterladen. Wie das geht, möchte ich dir jetzt zeigen. Du kannst also dann deinen kompletten Daten und Verlauf einmal einsehen. Dazu könnt ihr sehen, ich habe die TikTok-App hier schon einmal geöffnet. Könnt ihr mir auch gerne einmal folgen, wenn ihr möchtet. Und folgt mir auch gerne hier auf YouTube, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ja, wie legen wir los? App geöffnet, ist klar. Dann gehen wir hier oben rechts in die Einstellungen, gehen dann auf Einstellungen und Datenschutz. Und hier müsst ihr auf den Punkt Konto gehen. Und da haben wir schon deine Daten herunterladen. Hol dir eine Kopie deiner TikTok-Daten. Da könnt ihr jetzt reinklicken. Und jetzt dauert es einen ganz kleinen Augenblick. Da sind wir schon. Und ja, hier könnt ihr jetzt noch auswählen, was für ein Dateiformat ihr haben wollt. Ich nehme jetzt mal TXT-Daten anfordern und dann ja, wird das Ganze von TikTok her freigegeben. Es kann bis zu 4 Tage dauern. Da steht hier auch, sobald deine Datei fertig ist, steht sie bis zu 4 Tage lang in einem komprimierten Format zum Download verfügbar. Das heißt, es dauert jetzt also und ihr müsst abwarten. Und ja, da könnt ihr dann einsehen, welche Daten bei TikTok hinterlegt sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!